Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter hier im Livestream. Apropos Livestream, ich muss mal den Chat wieder anmachen, so. So, ist endlich der Dude schon angekommen? Tatsächlich, wir können die Quest schon machen. Dann werden wir die auf jeden Fall gleich machen. So, der Strahlenschutzanzug von Pyro ist auch soweit fertig. Stelle ich mal kurz dahin. Und wenn ich in meinen Discord schaue, sehe ich, dass Pasco Junior gerne L auf 10 haben möchte. So. Hosenkobold ist auch fertig. Und jetzt müssen wir noch Pasco finden. Und ich überlege, ob wir jetzt noch ein paar Kinder demnächst machen. Also richtig züchten. Falls wir es brauchen. Weil wir sind ja kurz vor den 75, ne? Dann könnten wir schon legendäre Waffen herstellen. Oder ob ich jetzt ein bisschen warte. Weil wir haben ohnehin kein Geld. Von daher würde es sich gar nicht lohnen, derzeit so hoch zu gehen. Zero, kannst du mal gucken, ob die Detektivquest zusammen machen muss oder ob es auch alleine geht? Ich glaube, man muss die zusammen machen. Ja. Zwei Personen sind wichtig dabei. Und die Zeitumstellung müssen wir auch noch machen. Das machen wir direkt im Anschluss hierauf, falls sich dafür jetzt keiner meldet. Und so eine legendäre Jacke, ne? Kann man eigentlich immer gebrauchen. So, jetzt hängt hier aber keiner im Anzug rum, oder? Das wäre ein bisschen unpraktisch. Ne, das war hier, da. Hier keiner mit Anzug. Nicht gut. Huh, wer bist du denn? Ach, Bruder. Ja, genau das wollte ich. Genau. Das war geplant. So. Aber zuerst kommen wir zu Pasco. Jetzt habe ich ihn ganz vergessen für eine kurze Zeit. Pasco Junior. Nein, du bist... Jetzt habe ich mich verklickt. Es ist Julia. Ich drehe durch. Pasco! Tut mir leid. Krieg dich einfach nicht zu fassen. Da. Da bist du doch. Ah, dich wollte ich suchen. Glück wolltest du trainieren? Hm? Zweimal I? Nee. Glück. So, Glück auf 10 soll es sein. Du hast derzeit Glück auf 5. Das heißt, wir ziehen dir 600 ab. Vielleicht soll ich noch mal einen Namen dazu schreiben. Wäre ganz gut. Huch! Was? Wo? Ah nein. Okay, nach links können sie sich nicht ausbreiten. Die können sich nur nach oben und unten ausbreiten. Das heißt, du gehst dahin und du gehst schnell dahin. Oder rüber. Rüber geht schneller. Nein! Okay. Bullshit. Großartig. Einfach großartig. Geh mal darüber, hilf mal mit. Mein Gott. Es geht alles viel zu schnell. Zero, was hast du mit dem Stuff aus der Käfersammler-Quest gemacht? Stuff aus der Käfersammler-Quest? Was meinst du? Definiere es näher. Es wäre ganz praktisch. Und solange du es definierst, gehen wir auf Kollateralmord. Trifft die Sila beim Robco-Werk. Oh, ganz schön lang. Hört das auch mal auf. Oh, riechst du das? Ja, es ist eine Waffe.
Ja, wir sind hier nur, um diesen Mr. Handy zu holen, damit wir keine Probleme mehr mit irgendwelchen Stuff haben. Mr. Handy und ich waren doch auf Quest. Achso, Mrs. Handy, ja, wart ihr. Aber die Sachen sind noch nicht verteilt worden. Das muss noch gemacht werden. Ich habe gesehen, dass ihr unter euch unterhalten habt. Und die Sachen werden dann, wenn ich es schaffe, heute Nacht verteilt. Wenn nicht, dann morgen Mittag. Ach stimmt, du hast immer noch den Raketenwerfer, ne? Ja gut, dann werden wir hier ziemlich durchzimmern. Ja, komm, da kommen so kleine Viechers raus. Und wenn der dann ballert, zack. Er kann fast schon alleine rumlaufen, ey. Zwei Schuss und das war's. Bruder, die kommen noch, die kommen noch, keine Sorge. Nur eigentlich wollte es Julian halt übernehmen mit dem Verteilen. Aber ich habe gesehen, dass er das seit Tagen nicht mehr gemacht hat. Das heißt, ich werde das machen. Oh. Ja gut, der scheint eh nicht lang zu überleben. Gehen wir beide auf den. Oh, du schießt ganz schön schnell. Aber wegen dem. Oh, stimmt, der A-Wert. Guck mal, wie schnell der schießt. Nice. Eine Waffe für The Vault. Sturmgewehr, nice. Das freut mich doch. Guckt euch das an, jetzt schießen die beiden noch einmal, der noch einmal und dann sind sie weg. Die kommen gar nicht zum Zug. Ich sag euch, der Fatman plus einem hohen A-Wert, unschlagbar. Dürfte nützlich sein. Naja. Würde ich jetzt nicht behaupten. Der Fahrstuhl funktioniert nicht mal. Na doch, er funktioniert, aber nur oben und unten. Nein. Ich wollte nach links wischen. So, nächste Räumlichkeit. Es geht so schnell mit dem Raketenwerfer. Junge. Also seht schon, er wäre sein Geld wert, ne, wenn man den kauft. Aber ich muss mich gar nicht auf die Mutter konzentrieren. Ist doch egal, wie viele da kommen. Die kriegen zack, bumm, richtig aufs Maul. Hammer. Ausbeute! Alter! Reich! Bruder, ich glaube, das habt ihr auch eigentlich in Discord geschrieben, ne? Also ich habe ja Einsicht auf euer Gedöns. Ja. Sehe ich im Discord. Werde ich so übernehmen. Alles klar. Oh, Kakerlaken. Overkill! Ah, guck mal, da kann man noch was einsammeln. Ho! Der lächerliche Buggleboy und sein Herausgeber. Ich habe sofort gesehen, dass das Betrüger waren und ihnen ihre Geschichte nicht abgekauft. Wie du willst, sagte der Buggleboy. Dann kam der größte Raider-Angriff, den ich je erlebt habe. Dann war. Ich kann so schnell nicht lesen. Ich hatte Onkel, die jünger waren als dieser Boy. Ich weiß nicht, warum so viele darauf reingefallen sind. Es kommt. Ach, scheiße, Mann. Wer kommt denn da, Alter, her? Weißt du, wo er ist? Red nicht so viel, Mädel. Oh ja, wir beobachten ihn schon länger und haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um zuzuschlagen. Versuche es im alten Super. Wie schnell soll man denn lesen? Willst du mich verarschen? Er hat wirklich gerade schon ziemlich schnell gelesen, muss man sagen, ne? Da kommt doch keine Sau hinterher. Jo, Gule. Also, wir werden zuerst angeschossen und dann. Zack, getötet. Aha, ein Spion. Ja, Bruder, ich kann überall reingucken. Damit ihr mir auch überall schreiben könnt. Aber ich bin auch der Einzige, der das kann. Ja, ausgenommen natürlich andere auch noch. Wie Double X. Double X könnte das auch.
Ja, ich würde sagen, so kann man gut questen. Vielleicht behält er erstmal die Raketenwerfer, bis ihn jemand kauft. Aber ohne einen geeigneten A-Wert ist er nutzlos. Vor allem in so einem, ups, kleinen Raum. Jetzt bin ich die Hälfte hier umgeworfen von meinem Inventar zu Hause. Apathisch. Ja, cool. Das war's schon. Wir sind hier durchgelaufen, alter Schwede. Hui. Mr. Handy, ja. Genau das brauchen wir jetzt, ein Mr. Handy. Das wäre der letzte, den wir erstmal brauchen fürs Erste. Rein theoretisch hätten wir die Gebäude nebeneinander stellen können, ich weiß, aber es ist halt nicht schön. Ja, Sonja, das ist richtig schlimm. Wenig Lagerplatz. Wie wenig Lagerplatz? Das ist fast unmöglich. Ach so, nee. Ist es nicht. Wir müssen ja hier noch ein bisschen was entfernen. Von unserer letzten Jagd. Na komm, weißt du was? Tauschen jetzt allmählich alles mit blauen Sachen aus. Ihr könnt auch weg. Okay. So. 100 Platz haben wir noch. Das sieht doch gut aus. Wie sieht's hier aus? Wir haben erst 34 von 150. Oh, sammle 22.000 Kronkorken bei Quests. Das hört sich an wie Spielshow-Feuerprobe. Ich meine, rein theoretisch können wir mit unseren Questlern ja diese Woche auf diese Quest gehen. Wäre eine Option, Leute. Definitiv. So, wer bist du? Der Löwe. Der Löwe. Stell ich mal ganz kurz dahin. Der Löwe möchte gerne seinen Charakter übernehmen. Kann er auch gerne machen. Und er hat von mir den E5-Anzug gekauft. Achso, wo bin ich? Kara fliegt übrigens raus. Du kannst dich schon mal dahin stellen. Du wirst gleich ein bisschen umdesignt. So, bin ich das? Ja. So, diesen Anzug brauche ich nicht mehr, weil ich Stufe 50 bin. Ich kann endlich einen Anzug anziehen, der meine Schönheit preisgibt. Ja. Yeah. Und Löwe Junior wird zu der Löwe. Oh, so kurz davor, das Glas umzustoßen. So kurz davor. Ich habe euch gesagt, es passiert heute noch, aber es Glück gehabt. Der Löwe. So, sehr schön. Und der Löwe, der bekommt meine Ödlandausrüstung. So, die Frage ist, was hast du für eine Waffe? 11. Natürlich. Die Lasermuskete ist natürlich besser. Dann kannst du ruhig die Lasermuskete erstmal behalten. So. Was hat der Löwe noch geschrieben? Huch, Shader-Chat. Wenn möglich, kannst du live öffnen. Was? Reiner Zufall, was soll ich live öffnen? Check ich nicht. Ach so, die Tierbox. Ah. Alles klar, ich sehe. Ah. Ah. Okay. Reiner Zufall hat sich gerade eine Tierbox gekauft.
Wir müssen kurz den Skorpionangriff abwarten. Dann können wir sie gerne direkt öffnen. So. Ich kann natürlich, ich werde natürlich nicht informiert, wenn sich jemand was im Shop kauft. Ja, das müsst ihr dann schon sagen, dass irgendwas am Start ist. So. Eine Tierbox. Check. Dann gehen wir mal wieder rein und dann gucken wir mal, was du so Schönes bekommst. Bruder, habe ich A schon auf 7? Dann bitte Stärke auf 7. Alles klar, Bruder. Können wir machen. Bruder, Bruder, Bruder. Da ist er. Da läuft er. Dann geh mal Stärke trainieren. Tut mir leid, 16, aber kannst du dann eh trainieren. Achso, bringt ja gar nichts. Ah. Okay, bleib aber trotzdem mal da. Wen haben wir hier noch? Haben wir einen Spartan hier? Alter, ich will auf den Typen raufklicken. Oh, Deadline. Okay. Die 14. Die sollen alle Stärke trainieren, ne? Na gut, das passt schon. Dann geh du mal kurz hier zu den anderen. Das hat nämlich schon ein bisschen Zeit. Hatten wir nicht welche, die maximal hatten? Nee, sonst hätten wir es gesehen. Alles klar, reiner Zufall, deine Tierbox. Eine Katze. Eine. Minus 6% Trainingszeit, Katze. Ja. Gut. Man kann nicht immer Glück haben, ne? So, Bruder. Stärke 7. Mal 700, mein Freund. So. Was wollte ich machen? Bank, genau. Oder 700. Kurz vergessen. Und für alle übrigens, die sich Tierchen kaufen, man kann sie natürlich auch wieder verkaufen. Ne? Ist zwar jetzt wirklich nicht viel, was man bekommt, aber sie verbrauchen auch Platz im Inventar. Naja, dabei ist alles. Ja, dabei ist alles. Gut. So, was wollte ich noch machen? Genau. Ich wollte mal nach der Löwe schauen. Küchenmesser geht an die Vault, ja, danke. Das ist wirklich nett von dir. Und verschrotte mein Technik-Outfit. Kann ich alles machen, aber der Löwe, denkt dran, das nächste Mal @0 zu schreiben, damit ich es auch finde. Weil das war gerade Zufall, als ich es gesehen habe. Ah, du willst die Katze verkaufen? Oder was? Bitte ganze Sätze, damit ich auch weiß, was ihr meint. Wäre mir ganz wichtig. So, ich möchte gerne den Charakter übernehmen, ihnen das robuste Ödland ansehen und dann mit den Stims, die von der Quest übrig geblieben sind, ins Ödland. Keine Rats. Was war da nochmal übrig geblieben? Weiß ich gar nicht mehr. Da musst du leider dann noch bis morgen warten, der Löwe. Ich muss das alles nochmal kurz auswerten. Und dann wissen wir genau Bescheid, wie viel da übrig bleibt. Und dann schicken wir dich direkt ins Ödland. Aber du kannst auch gerne schon mal dich hier an der Vault beteiligen. Du kannst ja jetzt mittlerweile Erfahrung bekommen oder irgendwie Verluste. Von daher passt das doch. So Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Fallout Shelter. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Hier im Livestream geht es gleich weiter mit Oxygen Not Included. Freue ich mich drauf. Mal gucken, vielleicht schaffen wir heute wieder ordentlich was. Ciao.